Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Eigentlich kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie man anfängt. Der erste Satz ist nicht so wichtig, wie manche meinen. Man muss auch nicht immer viele Worte machen, um einen Angelhaken draus zu biegen, der die Hörer sofort beim Ohr kriegt. Also, wir sagen es so, wie es ist. Wir sagen? Stellen wir uns einmal einen Aktenkoffer vor. Sagen wir, der Aktenkoffer ist schwarz und hat blanke Metallkanten. Stellen wir uns weiterhin vor, dass er 50 Kilometer lang und 20 Kilometer breit ist. Stellen wir uns vor, dass er frei im Weltraum schwebt. Irgendwo zwischen Alpha Centauri und NGC 425. Stellen wir uns vor, dass er bislang mit irdischen Teleskopen nicht auszumachen ist. Dass er aber mit schwindelerregendem Tempo auf unser Sonnensystem zurast. Stellen wir uns all dies vor. Einen Aktenkoffer. Von kosmischen Ausmaßen. Und stellen wir uns vor, dass Gott ihn verloren hat. Wer sich einen Gott nicht vorstellen kann, der sollte das Radio abschalten. Jetzt. Es kommt nämlich noch mehr. Beim neunschwänzigen Rasmus und der süßen Mutter aller Milch, es kommt noch viel mehr. Denn es begab sich zu der Zeit, da die Menschen wie tollwütige Hunde herumrannten, denn jeder wollte überall der Erste sein, und sie glaubten, den Letzten holt der Teufel. Die Menschen irrten umher und riefen, oh, Schlüssel, oh, Key. Viele Menschen hofften, dass der blaue Himmel sich auftun und der große Schlosser sich offenbaren werde. Andere setzten ihr Vertrauen auf den starken Mann, und im größten Land der Erde wählten sie von nun an nur noch Cowboys zum Präsidenten und Bodybuilder zum Weihnachtsmann. Pfote aufs Herz, Schwanz über Kreuz. Mögen die Ratten auf meinem Grabe tanzen, wenn ich lüge. Und der Aktenkoffer? Der himmlische Aktenkoffer kam näher und näher. Gott sei uns gnädig. Genau, das war er. Aber das begriffen wir damals nicht. Wir waren wie die Lilien auf dem Felde. Genau. Was nun folgt, ist eine Rekonstruktion. Wie viele Wunder geschahen damals? Es geschahen vier Wunder. Eins für jede Hinterpfotenkralle. Und hier ist das erste. Wunder Nummer eins. Futtenheimer von Strunzen, General. Ich strunze herum. Heute strunze ich noch mehr als sonst. Strunz, strunz. Jawohl, Herr General. Aber warum strunze ich eigentlich mehr als sonst? Kann er mir das sagen? Herr General Strunzen, weil... Genau! Herr General Futtenheimer von Strunzen... Ja, Fräulein Sigismund, mein süßer Braten, was gibt's? Es geht um diese... Herr General, es geht um diese Atomraketen, die wir damals hier lagern sollten. Aha, Fräulein Sigismund, sprich weiter, mein süßer Braten. Ja, die Sache ist die... Ja? Es ist nun so, ja? Diese Atomraketen... Ja, Fräulein Sigismund, ja, ja. Keiner kann sich mehr erinnern, wo wir sie hingelegt haben. Bei meinem Schnurrbart. Bei meinem auch.
Und da standen sie nun. Sie schnurrten und zwirbelten ihre Bärte. Und so standen sie immer noch da. Fräulein Sigismund zwirbelte auch. Gardinen. Den Läufer am Boden. Ihren eigenen Schwanz, sogar ihre Ohren. Und schließlich zwirbelte sie General Futtenheimer von Strunzen und den gemeinen Soldaten dazu gleichzeitig. Fräulein Sigismund war nämlich eine sehr mächtige Frau und sie hatte Milch genug für alle. Amen. Halleluja. Und miau. Aber nicht nur in diesem Generalhauptquartier zwirbelte man an jenem Tag die Schnurrhaare. In allen Generalhauptquartieren in Norwegen und in ganz Europa. In allen NATO-Ländern, im ganzen Wilden Westen. Wurde gezwirbelt. Gekratzt. Riefen sie einander zu. Uiuiui. Es waren nämlich nicht nur Futtenheimers Atomwaffen weggekommen. Sie waren alle miteinander vom Erdboden verschluckt. In dem ganzen großen, vielgestaltigen und doch so alliierten Gebiet kein einziger Atombonbon mehr. Denn was war passiert? Die wilde, aber freie Welt, der tolle Westen, sah sich urplötzlich außerstande, als Erster zu schlagen und als Letzter zu lachen. Was würden nun die Russen tun? Und vor allem, wie hatten sie das geschafft? Spione wurden gen Osten geschickt, aber auch in den Westen. Moment mal, hast du gesagt? Genau. Aber hatten denn nicht die Russen? Mm-mm. Kannst du ein Geheimnis behalten? Bei den Russen war es ebenso, gerade so, genau so schlimm. Yes. Das heißt, bei uns und bei denen. Bei uns und den anderen. Im Osten und im Westen. Im Norden und Süden, Südost und Nordwest, Süd, Südost und... War keiner mehr da. Wir meinen, selbst wenn da eine winzig kleine Bombe übrig gewesen wäre und ein winzig kleiner Knopf zum Draufdrücken, dann hätte trotzdem keine Menschenseele mehr gewusst, wie man irgendwas davon benutzt. Moment bitte. Wir haben gerade ein paar Zeilen von einem Hörer bekommen, einem Siamesen von den Lofoten. Der fragt, was ist eigentlich die Atombombe? Ist das zum Werfen oder zum Hauen? Das fragt also der Siamese von den Lofoten. Ja, ja, so ist das. Und nun ein paar Takte Musik. Nun aber zurück zu dem himmlischen Aktenkoffer. Den sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Obwohl er in dem Moment, den wir gerade rekonstruiert haben, nach wie vor nicht zu sehen war. Und als er schließlich aus der Unendlichkeit des Weltraums in unser Sonnensystem hineinraste, mit einem Tempo, von dem wir nur träumen können, geschah Wunder Nummer 2. Stellen wir uns einmal vor, dass jede Familie so einen kleinen Kasten besitzt. Und in diesem Kasten sitzt ein kleiner Zwerg und erzählt ihnen, was auf der Welt geschieht und was sie kaufen sollen und was es kostet. Stellen wir uns vor, dass man das Fernsehen nennt. Was wir aber Gott sei Dank nicht mehr haben. Radio ist schlimm genug. Beim neunschwänzigen Rasmus und der süßen Mutter aller Mädchen. Amen und miau. Heute dürfen wir unsere Bilder ja selber machen. Wir erzählen etwas, wir schnuppern, wir putzen uns, reißen das Maul auf und beißen, wir spielen, was wir hören, wir liegen da und denken miteinander nach. Oder liegen bloß so da. Wir machen uns unsere Bilder selbst. Ach, damals saß man also jeden Abend vor dem kleinen Kasten und sah sich Bilder an, die andere Leute gemacht hatten und an denen nichts mehr zu ändern war, denn sie waren viereckig und meistens noch farbig dazu. Ausgrabungen haben übrigens ergeben, die Menschen in jener Zeit hatten beim Fernsehen oft jeder seine eigene Tüte voll Kartoffeln. In feine Scheiben geschnitten. Na, aber trotzdem. Ach, genug davon. Stell dir mal so einen Abend vor. In einer ganz normalen Familie. Vor einem ganz normalen Fernsehgerät. Und so war heute die Situation fast überall. Fabriken, die zuvor Ruß und Gase ausstießen, Mist und Dreck und der Teufel und seine Großmutter, also ich will damit sagen, auf der ganzen Welt. Wir machen darauf aufmerksam, dass Ihre Wörter eine Rekonstruktion sind. Also, wie gesagt, auf der ganzen Welt hat also die Industrie auf einen Schlag, so gut wie über Nacht, mit der Umweltverschmutzung aufgehört. Ich frage Sie, Direktor Halvorsen, wie konntet ihr bloß bis heute? Ja, das ist ja das Verteufelte. Alle anderen machten doch mit. Alle. Und da hatten wir unser Konkurrenzbewusstsein.
den Zinssatz und die vielen Subventionen. Das lohnte sich eben am meisten. Aber jetzt wollt ihr nicht nein, mehr. Nein, also wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr so weitermachen. Und jetzt stoppen Sie den Ausstoß Ihrer Fabrik. Jesus, ja, sofort. Wissen Sie, seit 16 Jahren konnte ich meinen Kindern nicht mehr in die Augen schauen. Seit 16 Jahren. Aber heute früh nahm ich meinen ganzen Mut zusammen. Und da tat ich es. Meine Güte, sagte ich, so seht ihr aus. Und wie groß ihr geworden seid. Wie groß ihr geworden seid. Und so war es auf der ganzen Welt. Volle Kanne, schlechtes Gewissen. So war das also mit dem Wunder Nummer 2, das auf wundersame Weise mit dem rabiaten und galoppierenden Drang der Menschen, die Natur und die Schöpfung zu zerstören, Schluss machte. Der himmlische Aktenkoffer? Passierte Pluto und Uranus, passierte Saturn und Jupiter mit direktem Kurs auf die Erde. Wunder Nummer 3. Numero 3. Der Butterberg. Das ist eine gute Überschrift. Und mehr als typisch für die damaligen Zustände. Erste Welt, dritte Welt, Reiche, Arme, Hunger, Überfluss. Der Sage nach lag der irgendwo in Deutschland. Es war einmal... Könnten wir zum Beispiel sagen. Es war einmal ein Volk, das nicht mit anderen teilen wollte. Sie hatten von allem Möglichen viel zu viel. Trotzdem wollten sie es nicht mit anderen teilen. Sie hatten nämlich Angst vor Inflation und Kopfweh. Wenn sie sich zum Beispiel satt gegessen hatten, jeden Tag viele Male, dann wollten sie nicht mal abgeben, was noch auf dem Tellerrand lag. Stattdessen vergruben sie es im Garten oder banden einen Stein daran und versenkten es im Meer. Ein furchtbar unleidliches Volk. Kein Wunder, dass viele Leute Umwege machten, um es nicht zu treffen. Aber es war andererseits auch nicht so leicht zu umgehen, weil dieses Volk, das eigentlich nicht eines, sondern viele war, und richtig einig waren sie sich auch nicht in vielen Dingen, aber sie waren Nachbarn und fast gleich reich und geizig. Aber genug davon. Und da hatten sie gedacht, es würde vielleicht recht hübsch aussehen, wenn sie den Leuten helfen würden, jedenfalls ein bisschen denen, denen es nicht so gut ging wie ihnen. Und das war ja auch an und für sich nicht gedacht, aber es verhielt sich leider so, dass es ziemlich teuer war, sich von ihnen helfen zu lassen. Teuer? Ja. Denn wenn dieses Volk etwas tat, dann musste es sich auch lohnen. Und indem sie anderen halfen, gelang es ihnen sogar, einen netten kleinen Verdienst dabei herauszuschlagen. Und daher gab es viele, die dankend auf Hilfe verzichteten. Übrigens gab es da eine Menge anderer Berge. Einen Putenberg, einen Hähnchenberg, einen Käseberg, einen Marmeladenberg. Einen Kotelettberg, einen Schinkenberg, einen Hamburgerberg. Einen Pizzaberg, einen eisernen Stielberg. Kurzum also auch einen Butterberg. All diese Berge, viele von ihnen ragten hunderte von Metern in die Luft und die Vögel mussten Umwege fliegen und die Wolken liefen auf Grund. All diese gigantischen Essenshaufen bestanden aus dem, was das Volk zu viel produziert hatte. Und es wusste nicht, was es damit anfangen sollte. Der Butterberg war der größte. 2748 Meter und 16 Zentimeter. Im Winter. Und im Sommer 1433 Meter und 77 Zentimeter. Diese Messungen wurden von öffentlichen Angestellten durchgeführt. Hier ist einer von ihnen. Hier hört ihr Herrn Aschenbecher jodeln. Er trägt grüne Kniebundhosen, rote Hosenträger mit kleinen grauen Schweinen drauf und auf dem Kopf trägt er einen Hut. Und Herr Aschenbecher jodelt. Ich bin Herr Aschenbecher. Ich jodel. Wann und wo ich will. Ich jodel, jawohl. Ich drehe gerade meine tägliche Inspektionsrunde. Aber schnell. Ich habe schon den ganzen europäischen Butterberg bejodelt. Wir Inspekteure nennen ihn BB. Da liegt sie.
Ja, mit zwei großen Hügeln. Ein B rechts und ein B links. So, schön. Aber schnell. Ja. Auf der Westseite bin ich hinaufgejodelt, auf der Westseite runter. So mache ich das immer. Butterstärke gemessen. Ausgezeichnet. Absolut ausgezeichnet. Oh, obwohl wir jetzt Mai haben. Komm lieber Mai und mache die Auen wieder grün. Geht die Butterschmelze heuer langsam, jawohl. Baby. Abgehackt. Aber schnell. Gejodelt. Aschenbecher. Ja. Ich jodel wann und wo ich will. Ich jodel. Hodla hihi. Hodla hihi. Hodla hiddle 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 hi. Ich jodel, 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 jodel. Ich jodel. Bumm. Und da geschah Wunder Numero 3. Numero 3. Ich hab gleich aufgehört zu jodeln. Der ganze Himmel schien voll wild gewordener Kühe zu sein, jawohl. Ich habe keine Angst zu sagen, dass ich Angst bekommen habe. Ich warf mich gleich hin, aber schnell, hielt die Hände vor die Ohren. Ich habe Kühe noch nie gemocht. Ganz auf einmal, puff. Der Spektakel hat ausspektakelt. Sozusagen völlig. Steh auf, schau mich um und was sehe ich? Mein schöner Butterberg. Puff, weg, verschwunden. Bloß nicht zu viel nachdenken, Herr Aschenbecher, sagte ich zu mir, sonst wird dir ganz katholisch im Kopf. Besser du jodelst. Und seitdem jodel ich. Ich jodel, 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 jodelidi. So waren die Leute damals. Tja, aber die Butter... Es geschah aber zu der Zeit, da die Welt hungerte und manch einer Not leiden musste, dass die Luft voll himmlischen Monds und klingender Glocken ward. Und da die Menschen den Blick erhoben und gen Himmel blickten, wenn sie dazu noch die Kraft hatten, da erblickten sie eine Heerschar grüner Kilopäckchen und Pfundpäckchen, Portionsbutter und Servierpackungen mit Seidenschleife oder ohne. Und da begriffen sie, dass dies der mächtige europäische Butterberg war, auf wunderbare Weise aufgeteilt. Gewogen, verpackt und geschmückt und über die ganze Welt verteilt. Amen und Miau. Und die Butterpäckchen schwebten zwischen ihnen hernieder, hagelten auf Gläubige und Heiden herab und eine Stimme aus den Wolken rief in einer Sprache, die niemand kannte und die jeder verstand. Also an Butter soll es euch nun wirklich nicht fehlen. Oh, Moment mal. Ein Perser aus Hönefoss, der fragt,
Ja, aber, fragte er, und was war mit dem Rest? Der Unterschied zwischen den reichen und den armen Ländern war doch genauso groß wie zuvor. Ein bisschen Butter konnte doch nichts verändern. Das fragt also dieser Perser aus Hünefoss, der außerdem noch grüßt und sich für die interessante Sendung bedankt. Ja, ja. Aber wie gesagt, der Butterberg war nur ein Beispiel unter vielen. Ebenso wie dem Butterberg... Da ging es fast allem, was da war. Über die Welt war das Bedürfnis hereingebrochen, miteinander zu teilen. Im Ernst, volles Rohr und ohne Hintergedanken. Wer etwas hatte, der teilte mit dem, der es nicht hatte. 50-50. Mhm. Und nun vielleicht ein wenig Musik. Nein. Keine Zeit? Genau. Denn wo befindet sich gerade der himmlische Aktenkoffer? Du meinst zwischen Wunder Nummer 3 und Wunder Nummer 4? Genau. Lass mal sehen. Aha, Jupiter passiert, hier rübergeflogen, da. Oh, er passiert Mars. Sichtbar für alle Teleskope der Welt. Er brennt. Er ist auf einer Höhe mit dem Mond. Er wird mit bloßem Auge sichtbar, großer Gott. Genau. Statt eine Platte aufzulegen, schalten wir also besser zu unserem alten General Futtenheimer von Strunzen um. Was? Ein Aktenkoffer? Können Sie etwas lauter sprechen? Sagten Sie Aktenkoffer? Was? Geflogen? Der Mann ist verrückt, vor Herrn Sigismund, Verteidigungsministerium, darum. Die spinnen alle zusammen. Fliegende Gepäckstücke. Aha, jawohl, der Herr Verteidigungsminister persönlich. Freut mich. Der Schlimmste von allen. Nein, gehen Sie nicht weg, Fräulein Sigismund. Kraulen Sie mir bitte weiter den Rücken. Und wir sollen 3 Düsenjäger hochschicken? Ein bisschen höher, Fräulein Sigismund. Keine Düsenjäger? Genau. Sie wissen nicht zufällig, was drin ist? Jawohl, mit Vergnügen. Ein bisschen höher, Fräulein Sigismund. Ich sagte, dann werde ich mit Vergnügen eine Raumfähre raufschicken. Ich werde persönlich... Der Mann ist verrückt, komplett verrückt. Noch höher, bitte weiter. Ja, ich meine, ihn abschießen, genau. Wir werden Ihren Aktenkoffer aufs Korn nehmen, Herr Minister. Ihm 1 auf den Deckel geben. Bisschen fester, bisschen höher, jetzt bisschen tiefer. Bisschen nach links, noch ein bisschen tiefer. Da, da, oh, da, ja. Ja, war nur ein Scherz. Nein, ich verstehe. Da gab es nämlich nichts zu lachen. Überhaupt nicht. Der Aktenkoffer kam näher und näher. In allen Ländern starteten Raumfähren, Düsenjäger, Raketen und Linienbusse. Alle wollten diesen seltsamen Himmelskörper untersuchen. Von fliegenden Untertassen oder flatternden Milchschüsseln hat ja jeder schon mal gehört. Aber von einem fliegenden Aktenkoffer. Und so einem großen. 50 Kilometer lang und 20 Kilometer breit. Hello Ground Base, hier spricht General Futtenheimer von Strunzen von der Raumfähre Pegasus. Ground Base, bitte kommen. Ground Base an Pegasus, wir hören. Wir, Fräulein Sigismund und ich, haben in der Schicksalsstunde unserer Nation, da die gesamte westliche Welt bedroht ist, denn das haben natürlich die Kommunisten angezettelt. Wer denn sonst? Ground Base an Pegasus, der Empfang ist gestört. Wiederholen Sie, warum ist der Koffer russisch? Eine Provokation, ein Aktenkoffer, teuflischer Einfall. Und wer hat immer teuflische Einfälle? Ha, ich frag ja nur. Und in der Sache steht Fräulein Sigismund voll hinter mir. Etwas tiefer. Ground Base am Pegasus. Wir fragen uns, warum, warum? Aha, warum ich selbst höchstpersönlich, General Futtenheimer von Strunzen, kann ich euch sagen, weil alle anderen ausgeschaltet sind, Opfer der feindlichen Propaganda, demoralisiert, haben kalte Füße bekommen. Aber wir nicht, Fräulein Sigismund und ich. Dass die kalte Füße hat, kann man Fräulein Sigismund wirklich nicht nachfragen. Ground Base am Pegasus. Wir fragen uns trotzdem. Wir fragen uns... Alle anderen sind umgekehrt. Euch kann doch die Tatsache nicht ganz verborgen geblieben sein, wie, ich wiederhole, die Flügel angelegt, den Rückzug angetreten. Wir sind die Letzten, aber wir ergeben uns nicht. Ground Base am Pegasus. Schluss damit, wir, meine Sekretärin und ich, haben also ohne Ansehen der Gefahren die heroische Aufgabe übernommen, die wahre Natur des Aktenkoffers zu enttarnen. Es ist also wirklich ein Aktenkoffer? Natürlich ist das kein Aktenkoffer, er sieht nur so aus. Die Russen möchten, dass wir glauben, es sei einer. Wir rasen direkt auf das fliegende russische, kommunistische, stalinistische, marxistisch-leninistische, vervögelte Teil zu. Ah! Wir haben Grund zu unterstreichen, dass, obwohl die Menschen keine Atomwaffen mehr hatten, siehe Wunder Nummer 1. Die Menschen waren doch nicht vollkommen wehrlos. Sie hatten nach wie vor die Mittel und vor allem den Willen, ihre Krallen zu zeigen. Was man damals konventionelle Waffen nannte. Konventionell. Adjektiv.
gleichbedeutend mit gewohnheitsrechtlich erworben, passend, altehrwürdig, zum guten Ton gehörig, langweilig. Es war also ein ziemlich gewöhnliches, altehrwürdiges, passendes und langweiliges Maschinengewehr vom Typ KP-240, mit dem General Futtenheimer eigenhändig auf das losging, was er für die rote Gefahr und den Feind der Menschheit hielt. Aber die Kugeln prallten einfach von dem schwarzen Deckel ab. Der Zusammenstoß schien unvermeidlich. Mein süßer Braten. Oh, halt mir die Hand. Ich kann einfach am besten nachdenken, wenn Sie mir die Hand halten. Sie tätschelte ihm die Wange. Sie biss ihm ins Ohr. Oh, ist der groß. Sie meinte den Koffer. Und Fräulein Sigismund hielt ihm die Hand, den Ellenbogen, die Ohren, den Nacken, das Kreuz und die Knöchel. Gleich werden wir stoßen zusammen. Mein süßer Brat, wir müssen die Raumanzüge an. Ja. Wir müssen die Fähre verlassen. Genau. Wir müssen auf den Koffer irgendwie. Ein Fräulein Sigismund. Das ist nicht der richtige Moment, umzukippen. Kommen Sie schon. Ich komme. Schwingen Sie die Beine. Ich sag doch, ich komme. Halten Sie sich hier fest, Sie schaffen es. Ich weiß, Sie schaffen es. Oh Gott. Ich sehe sicher zum Fürchten aus. Sie sehen prachtvoll aus, mein süßer Braten. Sie sind immer so charmant. Da saßen sie also, so weit links wie irgend möglich. Denn ganz weit drüben, auf der rechten Seite, gleich neben dem rechten Zahlenschloss, erfüllte sich das traurige Schicksal der Raumfähre Pegasus. Fast könnte man meinen, die beiden wären vom Koffer geblasen worden. Oh, weit gefehlt. Als hätte jemand seine schützende Hand über sie gehalten. Um genau zu sein, es hielt tatsächlich jemand seine schützende Hand über sie. Dieser jemand war natürlich Gott. Aber dieser Gedanke streifte sie nicht einmal, als der Kofferdeckel von der Explosion hell erleuchtet wurde und sie die beiden riesigen Initialen sehen konnten. VH. Vor Herr. Gott der Herr. Sie waren Kinder ihrer Zeit und meinten, Gott gäbe es nur in Gesangbüchern und in Flüchen mit schwacher Beugung. Dennoch hielt Gott seine Rechte über sie und sie litten auf dem Deckel keinen Schaden. Sie baumelten mit den Beinen, sie blickten einander an und fühlten sich sicher. Geradezu unanständig sicher. So geht es denen, über die Gott seine schützende Hand hält. Amen. Halleluja und Miau. Ja, aber was machen Sie denn da, Fräulein Sigismund? Es ist nur, weil es hier so furchtbar warm ist. Ja, aber Sie können sich doch nicht ausziehen. Hier bekommen Sie doch keine Luft. Sie machen Puff und fallen zusammen. Nein, nein, nicht! Aber Fräulein Sigismund tat es trotzdem. Nackt und bloß, wie ein Schulmädchen, sprang sie auf dem Kofferdeckel umher. Das war ein Wunder. Wenigstens die Einleitung zu einem Wunder. Zu Wunder Nummer 4. Numero 4. Und der einzige Grund, weshalb wir es nicht als eigenes selbstständiges Wunder zählen, zum Beispiel als Wunder Nummer 4b, ist der, dass es keinen allgemeingültigen Charakter hatte, sondern nur zwei ganz bestimmte Menschen anging. Nämlich Fräulein Sigismund und General Futtenheimer von Strunzen. Jetzt sind sie also beide nackt. Auf einem Kofferdeckel. General. Ja. Wir sollten uns duzen. Endlich. Nach all den Jahren. Wenn wir uns hier hinlegen, können wir rechts den Mond und links die Erde sehen. Oh Gott. Wie romantisch. Ich würde sagen, du legst dich.
Nach unten, Fräulein Sigismund, wenn du nichts dagegen hast. Ach Gott, wie schön. Mit einem Mann, der an alles denkt und organisieren kann. So etwas nennt man Zeit und Raum vergessen. Ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Was über Sie gekommen war? Natürlich Gottes Hand, wie wir schon sagten, die alle Liebenden beschützt. Ich weiß auch nicht, was über mich gekommen ist. Zusätzlich zu Gottes Hand war natürlich Fräulein Sigismunds Hand über ihn gekommen. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit, Fräulein Sigismund. Wir kommen jeden Moment in die Erdatmosphäre. Denk nicht an mich. Komm, einfach, wann du willst. Fräulein Sigismund. Ja. Ich glaube, ich liebe dich, Fräulein Sigismund. Nein. Was war das? Das war der General. Nein, das andere, dieses fauchende Geräusch. Der Koffer beim Eintritt in die Atmosphäre. Moment mal, wir bekommen ein paar Zeilen von einer Mieze aus Kongsvinger. Sie fragt, spricht Gott Norwegisch? Zunächst mal möchten wir uns für das Briefchen bedanken, Kongsvinger Mieze. Sie denkt natürlich an die Initialen auf dem Kofferdeckel. VH, War, Herre, Herrgott. Warum nicht auf Kisuaheli oder Schwedisch oder gar Deutsch? Wir haben diese Frage Pastor Katzenfried vorgelegt und zitieren seine Antwort. Es kommt zunächst darauf an, mit welchen Augen man es sieht. Und natürlich kommt es auf Gottes Vielseitigkeit und Gnade an. Hier waren die Augen norwegisch. Sowohl der General als auch das Fräulein waren Norweger. Was war da natürlicher, als dass Gott sich in einer Sprache offenbarte, die sie verstanden? Also VH, eine ausgezeichnete norwegische Abkürzung für War, Herre, Gott, der Herr. Wäre das Paar englisch gewesen, hätten die Initialen auf dem Kofferdeckel sich wie OL lesen lassen. Eine Abkürzung, die die meisten Forscher heutzutage an Urintests und Dopingkontrollen erinnert, die man aber hier in unserem Zusammenhang einzig und allein als Abkürzung für Our Lord OL verstehen muss. Wäre das Paar andererseits französisch gewesen oder zum Beispiel lateinisch? Für mehr ist leider keine Zeit, denn jetzt kommt die Sache erst richtig in Gang. Der Koffer, wo wird er landen? Auf welcher Seite des Eisernen Vorhangs, der Berliner Mauer, des Polarkreises, der transsibirischen Eisenbahn? Das fragten sich die Menschen auch, nur an eine Möglichkeit dachten sie nicht. Daran, dass der Koffer vielleicht überhaupt nicht landen würde. Er bremste nämlich, blieb stehen, hielt die Luft an und schwebte genau 44 Meter und 44 Zentimeter über dem Grund. An und für sich landete er also nicht, rein akademisch betrachtet. Was den meisten ziemlich schwer fiel. Vor allem den Menschen in dem kleinen norwegischen Bezirk Westfold am Oslofjord. Hier in unserem Luftraum. Was dazu führte, dass es ziemlich dunkel wurde. Andererseits war man den Regen los. Und die Menschheit, jedenfalls diejenigen, die nicht in Westfold wohnten, konnte sich damit trösten, dass, wenn der Koffer eine andere Stelle zum Landen gewählt hätte, zum Beispiel Manhattan, die meisten Gebäude zusammengestürzt wären. Ja, bekanntlich gab es in Manhattan damals Wolkenkratzer und die waren entschieden höher als 44 Meter. Und 44 Zentimeter. In Westfold hingegen gab es keine Wolkenkratzer. Die einzigen Gebäude, die sozusagen einen Stoß abbekamen, waren ein paar Kirchtürme, aber irgendwie waren das ja Gebäude, über die der Eigentümer des Koffers ein Verfügungsrecht hatte. Die Militärs berieten und planten und mobilisierten und marschierten. Die Frage war bloß, womit sollten sie beraten und planen, mobilisieren und marschieren? Ich dachte nur, die Atomwaffen waren weg, fort, verschwunden und so weiter. Siehe Wunder Nummer 1. Das dachten die Militärs auch. Aber jetzt funktionierte auch davon nichts mehr. Alles Schrott, unbenutzbar. Und? Gaben die Militärs auf? Weit gefehlt. Dann kämpfen wir eben mit Brotmessern, riefen sie. Sie schwangen die Brotmesser, berieten und planten, mobilisierten und marschierten.
Da hing nun der Aktenkoffer und alle konnten sehen, dass es tatsächlich ein Aktenkoffer war. Und nun hat uns eine Mieze aus Voss ein Briefchen geschickt. Sie fragt, was war denn so Besonderes mit Norwegen damals? Ich meine... Wir verstehen, was du meinst, liebe Mieze aus Voss, und bedanken uns für den Brief. Aber wir bitten die Hörer inständig, keine Briefe mehr zu schicken. Wir können höchstens die Hälfte beantworten und wir haben nicht mal Zeit, an allen Briefen, die ihr uns schickt, auch nur zu schnuppern. Aber wenn du schon fragst, mit Norwegen muss es natürlich etwas Besonderes auf sich haben. Die Juden zum Beispiel hielten sich ja lange für das auserwählte Volk. Aber wie wir sehen, haben wir guten Grund zu der Annahme, dass dieser Titel genauso gut den Norwegern zustehen könnte. Der zweite Teil des Briefes aus Voss ist auch interessant. Ich frage ja nur, schreibt die Mieze, warum Gott die Zahl 44 so mag. Ich glaube nämlich, das tut er. Gott liebt die Zahl 44. Ich habe 44 Geschwister und dachte, es könnte sein. Außerdem möchte ich darauf aufmerksam machen, dass 44 zweimal die Ziffer 4 ist, wie alle Viere. Wir gehen ja auch auf allen Vieren und ich dachte, es könnte sein, dass... Ah, ha, liebe Mieze aus Voss, hier müssen wir sagen, wir wissen es nicht. Doch nun weiter mit etwas Musik. Wir... Nein. Leider keine Zeit. Denn nun sind wir endlich bei Wunder 4 oder jedenfalls ganz nah dran. Gelobt sei die Mutter aller süßen Milch. Amen. Halleluja und Miau. Wir haben lange nicht mehr erwähnt, dass dies eine Rekonstruktion ist. Es ist aber so. Alles, sogar Aschenbechers Gejodel. Grüß Gott zusammen, heißer Aschenbecher, bin eine Rekonstruktion, jodel trotzdem. Suchte einen Butterberg, ich jodelte hinterher täglich. Immer, aber schnell, haben mich dann als Grenzer angestellt zwischen Ost- und Westdeutschland. Sollte täglich 5 Kilometer abgehen. Langsam, immer schön langsam. Mit einem starken Fernglas am Tage und mit einer starken Taschenlampe in der Nacht. Aufpassen, dass keiner irgendwo hinlief, denn hier war die Grenze. Und hier sollte man nicht rumlaufen. Nie, nie sollte jemand zu den 5 Kilometern kommen, auf die ich aufpasste. Ich jodelte. Jawohl. Und keiner kam. Zum Glück. Bis zu dem Tag, als jemand kam. Hallo? Stillgestanden. Halt! Achtung! Oder ich schieße. Jawohl, aber schnell. Was treibt ihr da? Wir suchen eine passende Stelle. Aber das ist die Grenze. Genau. Trotzdem ist es gar nicht leicht, eine passende Stelle zu finden. Macht, dass ihr verschwindet. Tut mir leid. Das geht nicht. Aber in Gottes Namen. Da, Sie sagen es doch selbst. Genau. Ich zähle bis 3 und dann schieße ich. Die Waffen funktionieren nicht mehr, Herr Aschenbecher. Ich fürchte Ihre auch nicht. 1. Wir können Ihnen natürlich nicht verbieten zu zählen. 2. Wenn Sie unbedingt wollen. 3. Jetzt schieße ich. Ich schieße. Ja, und tun Sie es endlich. Ich bin es nicht gewohnt, auf Menschen zu schießen. Wir sind aber keine Menschen. Donnerwetter.
voll, aber schnell. Habe ich mich verhört, oder? Oder habt ihr gesagt, ihr seid keine Menschen? Wir sind Engel. In aller Bescheidenheit. Michael. Gabriel. Seid ihr von Sinnen? Nein. Von Gott. Beide. Ich hab euch gewarnt. Ich tu das nicht gern, aber ihr lasst mir keine Wahl. Aber lieber Herr, Ihre Hände zittern. Wenn es Ihnen so schwer fällt, dann schießen Sie doch einfach in die Luft. Lassen Sie es raus, sozusagen. Sie werden schon merken, es knallt nicht einmal. Ich tu's. Ich tu's. Aber in Gottes Namen. Genau. Da hast du es schon wieder gesagt. Und nun weißt du aus eigener Erfahrung, dass alle menschlichen Waffen nun... Etc., etc. Ich hielt das nicht mehr aus. Ich jodelte. Aus voller Kraft. Und fiel um. Als ich wieder zu mir kam, waren die beiden Engel dabei. Hallo, da hinten. Was treibt ihr da? Sie standen nämlich mit dem Rücken zueinander. Bückten sich. Gleichzeitig. Hoben jeder einen roten Faden auf. Ich habe gesagt, was treibt ihr da? Engel hin, Engel her. Wir wickeln. Wir haben endlich eine passende Stelle gefunden. Und jetzt wickeln wir. Stört Sie das? Was wickelt ihr denn? Was ist das für ein dicker roter Faden? Und nun ging jeder in seine Richtung. Beide hatten einen großen roten Ball in der Hand. Ein großes Knäuel, das ständig größer wurde. Kommst du nicht drauf? Herr Aschenbecher, du enttäuscht uns. Wir geben dir einen Tipp. Was ist das? Es ist rot und geht kreuz und quer über alle Karten und durch alle Atlanten. Rot, Aschenbecher. Es ist immer rot markiert. Hier verlassen wir Herrn Aschenbecher dort, wo einst die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland verlief, die nun aber... vollkommen sinnlos war. Es gab nämlich keine Grenzen mehr. Die Engel hatten sie mitgenommen. Halleluja. Amen und Mio. Über die gesamte Welt gingen Engel hin, stets zu zweien, und wickelten alte Grenzen auf. Manche meinen, die Engel hätten versucht, dem Herrgott eine neue Pudelmütze daraus zu stricken, als Überraschung. Wir vergaßen übrigens zu erwähnen, dass Herr Aschenbecher kurz nach dieser Episode ins Wasser gegangen ist. Buchstäblich. Genug davon. Wir kehren wieder nach Westfold zurück, wo nach wie vor der himmlische Aktenkoffer ruhig und abwartend in der Luft hängt. Aber da gibt es noch etwas, das wir vergessen haben. Also erwähnen wir es jetzt. Es war unmöglich, den Koffer zu überfliegen. Um ihn herum, das ging, aber ihn überfliegen, um ihn von oben zu untersuchen, das konnte man nicht. Wahrscheinlich, weil Gott es nicht mochte, dass jemand sein persönliches Eigentum aus diesem Blickwinkel betrachtete. Vielleicht aber auch, weil er, freundlich und diskret, wie er nun einmal war, General Futtenheimer von Strunzen und seinem süßen Braten, das vorgenannte Fräulein Sigismund, vor indiskreten Blicken schützen wollte. Ach, verflixt, die zwei hätte ich fast vergessen. Aber Gott, der Herr, hatte sie nicht vergessen. Sie waren also immer noch am Leben? Wenn Gott seine Hand über jemanden hält? Nicht mal ein Spatz fällt zu Boden, ohne dass Gott es will. Noch viel weniger ein General und sein süßer Braten. Da lagen sie auf dem Kofferdeckel, hielten sich mit Armen und Beinen umschlungen, vollkommen nackt. Fräulein Sigismund trug nicht einmal Make-up, so nackt war sie. Und General Futtenheimer von Strunzen hatte nicht einmal ein Kondom über, so nackt war er. Wie sollen wir da runterkommen, mein General? Halt mich gut fest, Futti. Futti, ich hab Angst. 44 Meter und 44 Zentimeter. Man konnte sich nicht einfach abseilen oder hinunterspringen. Und zudem tief unter ihnen stand eine Zuschauermenge von nahezu 1500 Millionen Menschen. Und fast genauso viele Journalisten und Fotografen. Mit zurückgelehntem Kopf und Stielaugen. Heikel.
Schließlich waren sie nackt, wie gesagt. Sowohl der General als auch sein süßer Braten. Und sie schämten sich ganz fürchterlich. So antworte doch, Futti. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Ihre Kleider waren inzwischen natürlich auf und davon. Weil es keine Wände gab. Was wir tun sollen? Ich weiß das nicht, wirklich nicht. Ich hätte große Lust, mich zu ergeben. Wenn nur jemand da wäre, dem ich mich ergeben könnte. Ich habe Angst. Ich will hier runter. Ich friere. Hallo. Juhu. Dort unten. Ja. Ach, bist du denn ganz von Sinnen? Du willst doch nicht, dass die Leute uns so sehen. Doch Gott griff ein. Einfach, weil er beschlossen hatte, seine schützende Hand über die beiden zu halten. Seine gebenedeite Pfote, seine göttlichen Krallen. Das Problem konnte Gott nur auf zwei Arten lösen. A. Hätte er allen anderen Menschen auch die Kleider vom Leibe reißen, sie also nach der Solidaritätsmethode alle gleich machen können. Aber Gott ist nicht so. Er reißt nie jemandem die Kleider vom Leib. Daher wählte er B. Augen zu. Ich habe gesagt, Augen zu. Und sie taten, wie er ihnen befohlen hatte. Die beiden nackten Menschen segelten mitten zwischen ihnen herab, sprangen wie zwei Geißlein in den nächstgelegenen Wald und verschwanden wie zwei Affen auf den Bäumen. Seitdem hat niemand von General Futtenheimer von Strunzen und Fräulein Sigismund, seinem süßen Braten, etwas gesehen noch gehört. Sie verschwanden im Wald, die ersten eines neuen Geschlechts. Später, im Laufe des Nachmittags, sollten mehr und mehr Menschen ihnen folgen, sich in die Gewalt der Natur begeben. Sie sollten Gras und Heidekraut essen und auf Ästen und in kleinen, kleinen Löchern schlafen. Mehr davon später. Zurück zum Koffer. Als die Menschheit endlich wagte, die Augen wieder zu öffnen, wählten sie einen Ausschuss. Und der Ausschuss wählte einen Ausschussvorsitzenden und der Ausschussvorsitzende trat zwei Schritte vor und sprach im Namen all der anderen. Wer war das? Wer hat da vorhin gesprochen? Als gewählter Vertreter ist es mein Recht und sogar meine Pflicht, das zu fragen. Also, wer hat da gesprochen? Ich. Und wer bist du? Ich bin, der ich bin. Das ist doch keine Antwort. Ich kann dich nicht sehen. Wo bist du? Sitzt du auf dem Koffer? Ich bin überall. Niemand kann überall gleichzeitig sein. Gott kann das. Er will uns weismachen, er sei Gott. Wir sollten vielleicht erwähnen, dass es damals so gut wie üblich war, überhaupt nicht mehr an Gott zu glauben. Jedenfalls unter den Menschen. Bei den Tieren war das natürlich anders. Kühe und Pferde zum Beispiel waren schon immer religiös veranlagt. Hunde und Schweine und Antilopen, wenn ich sie mal so ungeordnet nennen darf. Selbst Krabben und Garnelen waren sich darüber bewusst, dass Gott überall gleichzeitig sein konnte. Da kann doch jeder kommen. Jeder? So leicht lassen wir uns nicht für dumm verkaufen. Wir sind keine primitiven Barbaren mehr. Wir sind kein Vieh. Wir sind zivilisierte Menschen. Ja, das fürchte ich auch. Also dann, raus mit der Sprache. Du bist eine mutige Seele. Zeige uns, wer du bist. Wir wollen dich sehen. Ich habe schon gesagt, ich bin Gott. Gott, der Herr. Ich bin, der ich bin. Das glauben wir nicht, bevor wir dich nicht gesehen haben. Habe ich das nicht schon einmal gehört? So sehet und glaubet. Wir erinnern erneut daran, dass es sich hierbei um eine Rekonstruktion handelt. Eine unvollkommene und sprunghafte Nacherzählung. Aber so ungefähr muss sich diese Szene für einen der damaligen menschlichen Reporter ausgenommen haben. Zurück nach Westfold.
Hier, Westfall, wir sind mittendrin. Was hier geschieht, spottet jeglicher Beschreibung. Aber ich will es versuchen. Mir fehlen die Worte. Dann suche ich eben welche. Ich wünschte, ihr wäret alle hier bei uns, denn über uns bildet sich jetzt eine riesige Wolke, hellrot an den Rändern mit kleinen grünen und gelben Punkten. Schon bedeckt sie den gesamten Koffer. Und aus ihr heraus kommt eine etwas kleinere Wolke, ein langer, schlanker Wolkenstrahl oder Dampf. Vielleicht sollte ich es besser einen Dampfstrahl nennen. Gleich dort drüben schlägt er in die Wiese ein mit einem fauchenden Geräusch. Es fängt sofort zu brennen an. Ein paar Büsche fangen Feuer. Ich stehe ganz in der Nähe und kann es genau sehen. Die Büsche brennen, aber sie verbrennen nicht. Ist Gott ein Busch? Für eine Antwort ist es jetzt zu spät. Jetzt können wir nur noch zuschauen, denn es passiert noch mehr. Aus dem Busch kommt eine Gestalt. Erst ist sie klein, dann groß, dann wieder klein, dann bei jedem Schritt verändert sie ihre Größe. Sie beginnt zu laufen, läuft im Kreis wie ein Wirbel, wie ein Sturm, wie ein riesiger Brunnenkreisel. Gott im Himmel, jetzt bleibt sie stehen. Könnt ihr hören, wie still es geworden ist? Selbst der Wind hält die Luft an. Denn jetzt werden wir endlich Gottes wahre Gestalt erblicken, wenn es Gott ist und nicht irgendetwas völlig anderes. Da kommt der Gott im Himmel. Er ist unbeschreiblich. Er ist er selbst und nur er selbst. Und es kann niemand anderes sein als nur er. Was soll ich bloß sagen? Was soll ich bloß sagen? Ich weiß nicht und doch muss ich etwas sagen. Das ist ungerecht. Ich habe keine Lust, etwas zu sagen. Gott im Himmel, ich habe nur noch Lust zu singen, zu tanzen, herumzuspringen. Ich weiß nicht. Ich glaube überhaupt, niemand weiß noch irgendetwas. Hört bloß, wie die Leute singen und tanzen. Alle sind sie froh. Alle sind so furchtbar froh, dass ihnen die Tränen kommen. Und keiner findet ein Wort. Alle halten einander bei den Händen. Gott, wie schön. Gott, geht es uns gut. Wir möchten trotz allem versuchen, eine kurze Beschreibung Gottes zu geben. Die Wahrheit ist in diesem Fall äußerst vielgestaltig. Ein Augenzeuge fasst Gott als Vogel auf. Ein anderer sieht ihn als Fisch. Ein dritter wieder als Löwe. Und ein vierter sieht ihn als Schwein. Und so könnten wir fortfahren. Tun wir aber nicht. Wir begnügen uns mit der Auskunft, dass jeder Gott so sieht, wie er selber ihn zu sehen wünscht. Oder wie Gott von ihm gesehen werden möchte. Es ist nicht ganz leicht, das zu unterscheiden. Gott ist schlicht und einfach ein wenig von allem. Er ist ein wenig Vogel, etwas Fisch, etwas Löwe, etwas Schwein, etwas na und so weiter. Wir glauben, dies ist die wahrscheinlichste Erklärung. Ein wenig von allem. Doch was hatte er dann Menschliches an sich? Auf diese Frage wird uns meist mit dröhnendem Schweigen geantwortet. Heute finden die meisten es geradezu unwahrscheinlich, dass Gott, der Herr, überhaupt etwas Menschliches hatte. Und manch einer sagt sogar, Gott habe überhaupt nichts mit einem Menschen gemein gehabt, sondern mit Krabben, Seelöwen, Quallen und Seeigeln, aber doch nicht mit Menschen. Dahinter steht ganz deutlich eine diskriminierende Einstellung zu Menschen. Eine Einstellung, die wir nicht hinnehmen können. Fass meinen Kumpel nicht an. Und außerdem, können die Menschen etwas dafür, dass sie ohne Fell zur Welt kommen, von den Bäumen fallen, auf denen sie schlafen und alles, was sie essen wollen, kochen oder braten müssen? Können sie etwas dafür, dass sie das ganze Jahr über herumlaufen und brünstig stöhnen? Zurück nach Westfall. Ja, Westfall, Gott, geht es uns gut. Und jetzt tut sich der große Koffer auf und Gott, der Herr, streckt eines seiner herrlichen Tentakeln aus, steckt es in den Aktenkoffer und fischt ein Papier heraus. Es muss Papier sein. Ja, es ist Papier. Ein mächtiges Dokument, ungefähr von der Größe einer mittelgroßen Sparkasse. Er hebt das Dokument an eines seiner tausend gebenedeiten Augen, bellt wie ein Seelöwe, blökt wie ein Schaf, wiehert wie ein Pferd. Er scheint sich zu räuspern. Gott, geht es uns allen gut. Seht ihr, was ich hier habe? Dies ist ein Vertrag. Ein Vertrag, der auf den Tag und die Stunde genau vor 2 Millionen Jahren verhandelt, abgeschlossen und unterzeichnet wurde.
Vor 2 Millionen Jahren hat der Ausschussvorsitzende der Menschheit irgendwelche Bemerkungen oder Fragen? Gott, der Herr, blickt zu allen 4 Enden der Welt. Und nun tritt der Vorsitzende des Menschheitsausschusses einen Schritt vor. Er stammt aus Sandefjord in Südnorwegen, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte. Vorläufig keine, Herrgott. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir uns jeglichen Kommentars enthalten. Aber behalten uns selbstverständlich das Recht vor, in jedem späteren Stadium der Entwicklung eine Erklärung abzugeben. Herrgott, die Menschheit wartet ab, wie sich die Sache entwickelt. Kluge Worte des Ausschussvorsitzenden und wohlverdienter Applaus. Wie ihr wollt. Hat jemand Einwände dagegen, dass ich den Wortlaut des Vertrages vorlese? Dies ist nicht der Fall. Ich beginne mit der Verlesung. Es ist doch vollkommen unnötig, den Vertrag Wort für Wort zu wiederholen. Es würde uns den ganzen Nachmittag kosten und den Abend dazu. Es ist nämlich ein ungewöhnlich langer, verwickelter und umfangreicher Vertrag. Er stammt aus der Feder von Gott, dem Herrn, persönlich. Und es sieht so aus, als habe er an absolut alles gedacht. Im Studio begrüßen wir jetzt als Gast einen Miezekater aus Kristiansand. Er ist Experte und hat unter anderem 3 Doktorgrade allein zur Zeichensetzung in dem Vertrag erworben. Bitte, Dr. Pussikato. Zunächst einmal möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Sprache des Vertrages lenken. Darauf, dass sie sich verändert. Also je nach der Sprache desjenigen, der den Vertrag liest. Aber darauf seid ihr in dieser Sendung ja schon früher eingegangen. Zum Beispiel, als es um die Initialen auf dem Kofferdeckel ging. Genau. Nichtsdestoweniger, es ist natürlich göttlich unfassbar und unerklärlich, wenn 2 Angehörige von weit voneinander entfernten Sprachen sich gleichzeitig über den Vertrag lehnen. Dann wird es jedem so erscheinen, als lese er seine eigene Sprache. Präzis. Doch nun zum Inhalt, Dr. Pussikato. Ich fürchte, unsere Zeit ist begrenzt und wir würden gern... Genau. Der Inhalt. Präzis. Der Inhalt ist schnell berichtet. Nichts Besonderes. Es handelt sich um einen Rollentausch. Wenn die Menschheit so und so lange die Hauptrolle gespielt hat, so der Vertrag, dann ist eine andere Gattung an der Reihe. Die Menschen treten ab, ein anderer rückt auf. Und wenn diese Gattung so und so lange die Führung innehatte, kommt ein erneuter Rollentausch und so weiter. Schlicht, einfach. Und eigentlich nichts, um das es sich lohnt, viel Geschrei zu machen. Wenn man nicht rein zufällig ein Mensch ist. Genau, präzis. Es war ein Schock. Natürlich war es ein Schock. Da hat man weiß Gott wie lange, 2 Millionen Jahre lang hat man sich eingebildet, man sei die souveräne Krone der Schöpfung und dann, puff, wird einem der Teppich unter den Füßen weggezogen. Und das heißt, man möchte doch bitte am Boden sitzen bleiben und die 2. Geige spielen, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Das ist schlimm. Vor allem, wenn man so sicher war. Wenn man fest und ganz an die Pyramide glaubte und sich oben an der allerhöchsten Spitze festklammert. Kein Wunder, dass sich die Menschheit angeschmiert vorkam. Das war sie aber gar nicht. Es stand ja alles so im Vertrag. Und sie hatten ihn ja selber unterschrieben vor 2 Millionen Jahren. Also ich muss schon sagen, die Dinosaurier haben das mit entschieden mehr Haltung aufgenommen, damals als ihre Zeit um war. Entschieden besser. Irgendwie würdiger. Der Nächste, bitte. Ich protestiere. Ja, ich protestiere. Auf welcher Grundlage? Es gibt nicht die Spur eines Beweises dafür, dass dieser Vertrag echt ist. Wie sollen wir wissen, dass nicht irgendwer... Dass nicht Gott, der Herr, ein lügnerisches Spiel und Blendwerk treibt? Vielleicht nicht unbedingt das. Aber trotzdem, ich protestiere. Die Menschheit protestiert. Dr. Pussikato, erzählen Sie doch mal mit Ihren Worten, was dort eigentlich vorging. Atlantis stieg aus dem Meer auf. Genau, präzis. Vor der Küste von Westfold. Und darauf waren vielleicht nicht viele Menschen gefasst. Niemand. Genau.
Und Dr. Pussycato, es ähnelte wohl auch nicht allzu sehr dem Atlantis, von dem die Menschheit geträumt und gedichtet hatte. Überhaupt nicht. Ganz ohne Türme und Spitzen und runde Kuppeln, ohne Säulen und andere Schnörkel. Dennoch war es Atlantis. Zweifelsohne. Und wie konnte man sich dessen auf einmal so sicher sein? Weil es keinen Zweifel gab. Noch einmal bitte. Weil es eben einfach keinen Zweifel gab. Puff, machte es im Kopf von allen, die es sahen. Und dann wussten alle auf einmal, dass das Atlantis war. Und damit nicht genug. Nicht genug? Plötzlich wussten auch alle, was das Wort Atlantis eigentlich bedeutete. Flach, flach wie ein Pfannkuchen steigt Atlantis aus dem Meer auf. Flacher geht's nicht. Und weiß, das muss weißer Marmor sein. Eine riesige weiße Marmorplatte bedeckt den ganzen Oslofjord, während das Meer schäumt und wirbelt und große Fontänen wie Geysire hoch in die Luft schießen. Du große Güte, beinahe hätte ich gesagt, mein großer Gott, aber jetzt passiert noch etwas. Die große Platte stellt sich hochkant. Du große Güte, Atlantis stellt sich hochkant. Ganz langsam, aber es richtet sich auf. Und jetzt sind wir in einem Marinehubschrauber direkt über Atlantis. Und nun ist fast das Ganze. Aber wir sollten zunächst erzählen, dass es wirklich wie ein Pfannkuchen aussieht. Denn Atlantis ist eigentlich nichts als ein ziemlich dünner, flacher Marmorblock. Also Pfannkuchen stimmt nicht. Ich nehme es zurück. Ein Bogen wäre besser. Ein Bogenpapier, DIN A4. So etwas habe ich noch nie gesehen. In einem Augenblick wie diesem reichen Wörter nicht mehr aus. Sie sind einfach zu klein. Was in aller Welt, was ist das? Oben auf dem riesigen, dem hochkant gestellten Marmorbogen. Ich glaube, ich habe ganz deutlich gesehen, wie sich jemand bewegt. Aber das ist ja ein Mensch, der jetzt steht er auf und winkt. Und jetzt, Dr. Pussycato, können wir auf Ihr anderes Puff zurückkommen. Das war, als allen Puff aufging, was das Wort Atlantis eigentlich bedeutete. Und das Wort bedeutete? Es bedeutete Vertrag. Ich glaube, das weiß heute jedes Katzenkind. Und der Mann, der oben auf dem, sagen wir mal, Vertrag herumbalancierte? Er lieferte den Beweis. Er rief, was zu beweisen war. Und gleichzeitig, mein großer Gott, wird eine Schrift sichtbar. Große und kleine Buchstaben. Der Himmel weiß, wie viele Paragraphen. Wir haben nun keine Zeit zum Lesen, noch nicht, denn zuerst müssen wir den Unglücklichen retten, der dort oben balanciert. Es ist nicht leicht, ihn an Bord zu schaffen, aber Kapitän Andersen und seine Mannschaft sind erfahrene Leute. Ich muss schon sagen, da haben sie ihn. Jetzt ist das Seil fest. Sie hieven ihn an Bord. Willkommen an Bord. Jetzt sind sie in Sicherheit. Ihnen kann nichts mehr passieren. Und wie heißen Sie? Herr Aschenbecher. Schon gut, Herr Aschenbecher. Jetzt ist es ja vorbei. Ich jodle. Ich glaube, da besteht für die Zuhörer nicht der geringste Zweifel. Erzählen Sie uns lieber, wie landeten Sie oben auf dem... Also, kurz gesagt, was ist geschehen? Das ist eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte, die nie erzählt worden ist. Er konnte sie nicht einmal mehr beginnen. Weil es nämlich ganz einfach dem Herrn Aschenbecher fast sofort, nachdem er an Bord des Helikopters gegangen war, die Sprache verschlug. Und damit war er nicht alleine. Aber er hatte den Beweis geliefert. Dass Atlantis unser Teil des Vertrages war. Unser Exemplar. Gott der Herr hatte das Original in seinem himmlischen Aktenkoffer. Und unser Exemplar lag wohlbewahrt auf dem Meeresgrund. Halleluja. Amen. Und zum letzten Mal Miau. Miau und zurück nach Westfold. Jetzt passiert etwas. Es passiert so viel auf einmal, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Es ist gar nicht leicht, denn also das Gemurmel rings um uns, ich sagte, das Gemurmel um uns herum stammt von verwirrten Menschen, die langsam den Text des Vertrages, seinen vollen Wortlaut vorlesen.
Dort hinten hat sich im Volksgewimmel eine Art Gasse gebildet und nun treten die Katzen vor. Die Katzen kommen. Jetzt sind sie an der Reihe, nicht wahr? Die Katzen kommen, springen von allen Sofas und Ascheimerdeckeln herab. Die Katzen treten vor mit hochgerecktem Schwanz, buschige Schwänze, die sich wie kleine Mühlen drehen. Miau, mehr und mehr. Sie reiben sich die Pfoten, hauen einander auf die Schultern und zugleich, ich weiß nicht, meine Zunge wird so schwer. Sie sitzt im Mund und fest und wird immer dicker. Das ist ja furchtbar. Entschuldigung, aber es ist wirklich schwierig zu reden. Wo war ich? Ja, hier, mitten im Gewühl. Und die Katzen kommen und mir dreht sich der Kopf. Aber so geht es wohl den meisten, denn jeder hier kann, das kann man wohl sagen, oder genauer, aber also die Katzen treten vor und dagegen können wir nicht viel tun. Ich bekomme keinen Ton mehr in meinen Kopf hinein oder hinaus, als hätte ich Wasser in den Ohren. Eben habe ich einen Mann gefragt, ob er Wasser in den Ohren hat. Und er sagte, es sei, als hätte er Wasser in den Ohren. So kann man es auch sagen. Stattdessen wenden wir uns wieder der langen Geschichte zu. Tja, Aschenbecher, ich hatte Gewalt gesehen. Aber ich kann doch nicht auf Munk. Ich weiß nicht. Jawohl. Ich jodel. Jodel. Ging anderen wohl auf? Was ging hier vor? Was? Nein, das passierte nicht nur unserem Reporter und Herrn Aschenbecher, sondern alle. Ich wiederhole, die gesamte Menschheit. Und das war eine ganze Menge. Alle wurden nach und nach reduziert. Oder wie sollen wir den Prozess beschreiben, durch den die Menschen nach und nach immer affenähnlicher wurden? Große, gutmütige, bananenlutschende, verlauste, kokosnussblöde, von Ast zu Ast schwingende Affen. Und darin liegt ja nichts Unwürdiges an und für sich. Jedenfalls nicht in der Sicht der Affen. Und da sahen sie natürlich sofort alles viel heiterer. Und Gott der Herr? Und er klemmte sich den himmlischen Aktenkoffer wieder unter den Arm und verließ unseren grünen Planeten. Dies Knäuel im Weltraum, unseren schönen Ball aus Milch und frisch gefangenem Fisch. Unterwegs zu anderen Planeten, anderen Abenteuern, anderen Verträgen und Buchprüfungen. So war das also. Nun ist die Geschichte zu Ende. Unsere Sendezeit auch. Aber die Zeit der Katzen hatte gerade erst begonnen. Beim neunschwänzigen Rasmus und der süßen Mutter aller Milch. Und nun wünschen wir euch eine vergnügte und erfolgreiche gute Nacht. Waldmanns Heil, Katzenkinder. Waldmanns Heil. Sie hörten Der himmlische Aktenkoffer, ein Hörspiel von Thor Orge Bringsvard. Übertragung aus dem Norwegischen, Hinrich Schmidt-Henkel. Es schnurrten Sabine Postel und Marianne Lochert als Moderatoren des Katzenrundfunks, ferner Nina Danzeisen, Brigitte Driander, Dorothea Furtwängler, Ursula Langrock und Gisela Trove. Es verloren ihre menschliche Stimme Friedrich von Bülow, Wilkit Groyell, Ferdinand Grötzinger, Ernst August Schiepmann, Andreas Serda, Karl-Heinz Wagner, Charles Wirz und Hans Wüprechtiger. Ton Walter Hell und Karin Beaumont, Regieassistenz Heidrun Nass, Regie Heinz Nesselrath.